Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Age Origins und ich habe mir die restlichen Sachen der Drachenblutrüstung gekauft. Wir hatten ja die Rüstung selber schon, den Helm, die Handschuhe und die Stiefel haben wir uns eben hier bei Bodan gekauft, weil wir jetzt ja die Moloch-Rüstung ist im Grunde genommen, es ist tatsächlich besser. Die Moloch-Rüstung ist besser, nun sieht die aber natürlich richtig gut aus. Abgesehen. Aber wenn das so weitergeht, bringt die Drachenrüstung bald gar nichts mehr. Deswegen habe ich mir gedacht, nein, nicht die Rüstung des Kommandanten, sondern die Moloch-Plattenrüstung. Die ist eher plus 30 Gesundheit, kann nicht schaden und 6 Verteidigung auch. Nun hat aber die Moloch-Rüstung Feuer, Kälte, Elektrizität, Natur und Geistresistenz 10%. Das ist schon echt nicht schlecht. Aber solange wir hier im Lager sind und wir mal ein bisschen mit den Leuten hier reden wollten, gibt es eine neue Sequenz mit Schnuffi? Hat irgendjemand mal was zu sagen? Schnuffi erleichtert sich an einem unauffälligen Ort in der Nähe. Sehr unauffällig. Streicheln. Und er rollt sich in seiner eigenen Pipi-Lache und freut sich. Kein Wunder, dass Wynn meint, dass er stinkt. Gut, dann würde ich sagen, wäre es auf jeden Fall mal wieder Zeit für ein Gespräch mit Alistair, dem ich die Elfenrüstung gegeben habe. Zu euren Diensten. Etwas Privates mit ihm besprechen. Oh, warte mal, warte. Vergesst es. Wie wäre es mit ein paar Geschenken? Wir haben, glaube ich, nichts Spezielles mehr, was Geschenke anbelangt. Ich würde aber ganz gerne den Leuten ein bisschen was schenken. Dämonenstatuette, extravagante Schriftrolle. Das ist eine Spirituose, goldene Sense. Das ist die Frage, wem man was gibt, ne? Andraste könnte auf jeden Fall Phililiana sein. Und ich denke mal, Goldbarren könnte man... Um deren Vertrauen zu stärken, weißt du? Ich schenke dir einen kleinen Goldbarren, um dein Vertrauen zu stärken. Das ist schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sowas wie Wein, ich will auch niemandem unterstellen, zu wem das passen könnte. Die Gildens aus Ferellen, ein genealogischer Abriss. Das Buch verfolgt die Linie von Al-Imen zurück bis in die Zeit der Clans, der Alamari. Das wurde wohl noch nicht so oft gelesen. Wo haben wir das gefunden? Silbermedaillon. Kleine Statuette, die eine Frau in Robe darstellt. In Robe könnte auch wieder für Liliana gut sein, oder? Die Rose von Orlais ist anscheinend ein Buch über eine Frau namens Talia Leon und ihre stürmische Romanze mit dem arroganten Chevalier Garen. Das ist schwierig. Silberkette. Toxizität. Lyrium. Ja, das wäre ja eigentlich nur eher was für die Magier, ne? Und dann vielleicht noch eher für Wynn, oder? Ein weißer Runenstein. Porträt mit Wasserflecken. Ein altes Porträt mit mehreren Wasserflecken. Es zeigt einen Mann im Pelz mit einer schweren Krone. Drachenstatuette. Ich weiß es nicht. Amulett der Kirche würde ich dann auch, glaube ich, eher wieder an Drastes ewige Flamme tatsächlich an Liliana denken. Das ist echt schwierig. Wie macht man das aus, wem man welches Geschenk gibt? Die bemalte Himmelskugel, die wir gefunden haben. Stammeshalskette. Die geben wir Stan. Also das wäre das erste, nächste, was ich noch an Stan geben würde. Ach, Severin haben wir ja auch noch. Wollen wir es mal versuchen? Wie unerwartet. Hab Dank. Bitte. Wie unerwartet. Hab Dank. Ochsenknochen ist sowieso für Schnuffi. Das ist schwierig. Dalish Hirschlederhandschuhe. Ganz ehrlich, die würde ich tatsächlich Severin geben. Der hat da im Brasilienwald ja auch am meisten, ja, abgesehen davon, dass er elfisch ist, aber oder ein Elf ist, geben wir ihm die? Handschuhe? Ihr gebt mir Handschuhe? Wozu?
Das ist alles falsch. Manjo. So sieht also eure Dankbarkeit aus. Wenn ihr sie nicht wollt, gebt sie zurück. Ich dachte, sie könnten euch vielleicht gefallen. Ich wollte nicht undankbar erscheinen. Es ist nur... Moment. Sie sind Dalish, nicht wahr? Meine Mutter war eine Dalish und hatte ein ganz ähnliches Paar. Das Leder war dünner und sie hatten mehr Stickereien. Aber sonst sind diese hier sehr ähnlich und wirklich schön. Oh mein Gott. Kann das sein, dass er seine Emotionen nicht im Griff hat? Sie war nicht billig, nur eine Kleinigkeit. Gern geschehen. Wirke ich überrascht? Vielleicht bin ich das auch. Dennoch weiß ich zu schätzen, dass ihr überhaupt an mich gedacht habt. Niemand hat mir je einfach so ein Geschenk gemacht. Danke. Jetzt kriege ich gerade Angst. Jetzt kriege ich echt Angst, weil das war sehr überemotional. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber, Entschuldigung. Ach, ich weiß, ich gucke gleich echt mal nach, damit ich hier nichts falsch mache. Also ich sage, Andrastes Segen wäre für ehemals Schwester Liliana, oder nicht? Blumen? Für mich? Oh, sie riechen wundervoll. Und irgendetwas an ihnen ist mir ungemein vertraut. Das waren die Lieblingsblumen meiner Mutter. Sie hat die getrockneten Blüten auf ihrer Kleidung verstreut. Oh, sie riechen genau wie sie. Ich danke euch sehr. Oh, das ist süß. Inspiriert, erhebliche Klugheit, was? Liliana stimmt zu. 16. Okay. Geringe Klugheit, Plot. Inspiriert, erhebliche. Inspiriert durch deine Führung erhält dieses Gruppenmitglied einen erheblichen Bonus auf Klugheit. Ja! Ja! Wir müssen alle für uns gewinnen. Alle. Entschuldigung. Plot. Inspiriert durch deine Führung erhält dieses Gruppenmitglied einen geringen Bonus auf Konstitution. Das heißt, wenn wir... Oh, die müssen uns alle lieben. Die müssen alle eine, auf jeden Fall. Also Liliana ist voll. Win noch gar nichts. Severin natürlich auch nicht. Schnuffi liebt uns. Inspiriert deine Führung erhält dieses Gruppenmitglied einen erheblichen Bonus auf Geschicklichkeit. Schön, ist das süß. Morrigan hasst uns, das ist klar. Stan, guck mal an, selbst Stan. Inspiriert geringe Stärke. Und inzwischen haben wir mittlere Stärke. Ein mittlerer Bonus auf Stärke. Oh. Okay. Oh, verdammt. Die müssen uns alle lieben, unbedingt, bedingungslos. Oh Gott, sie wird wahnsinnig. Ich habe jetzt auch, ich will jetzt hier auch niemandem was Falsches schenken. Hier hätte ich jetzt generell gesagt, das Buch verfolgt die Linie von Al-Imen zurück bis in die Zeit der Clans der Alamari. Hätte ich erst gesagt Alistair. Ich glaube aber nicht, dass Alistair da für einen Kopf hat. Also das ist jetzt nicht gemein sozusagen. Aber ich glaube tatsächlich, es erscheint im ersten Moment, weil Al-Imen da aufgeführt wird und er... Al-Imen ja eher eine Menge bedeutet, glaube ich aber nicht, dass er sich dafür interessiert. Das ist echt, es ist schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte sowas irgendwie live im Stream machen sollen, damit ich fragen kann, wie man was jetzt geben soll. Es ist schwierig. Ach, ich muss mal anders hinsetzen. Wenn ich jetzt die Sachen durchgebe, also kleiner Goldbarren könnte... Ja, wem gefallen? Morrigan vielleicht? Andrastes Segen. Also alles, was so mit Schwestern und dann vielleicht auch... Wobei Liliana uns ja jetzt anscheinend schon ziemlich mag, ne? Sie ist uns zugetan, hat plus 91 Vertrauen, das ist doch prima. Alistair ist, hat Interesse, ist auch hübsch. Interesse. Liliana... Vin, ja, ist neutral. Severin sowieso. Der ist ja auch nun relativ neu in der Gruppe. Schnuffi liebt uns abgöttisch. Sowieso ist das schön. Morrigan hasst uns.
Stan ist uns tatsächlich zugetan. Das hätte ich niemals gedacht. Alles nur, weil wir ihm dieses eine, die Totengebete der Kunari geschenkt haben. Und er kann dadurch ein traditionelles Kunari-Gebet rezitieren. Das ist hübsch. Okay. Die Laute für Liliana. Ja, das sind aber so Sachen, die sind irgendwie erscheinen so logisch. Aber die anderen Sachen sind echt schwierig. Ich wette, warte mal. Morrigan. Ist Morrigan so berechnend? Wir probieren es mal, oder? Mit dem kleinen Goldbarren. Ein schönes Geschenk. Vielen Dank. Plus 4. Siehst du, weil ich. Es ist nicht. Ja, doch, es ist tatsächlich ein bisschen gemein, aber ich glaube, sie ist tatsächlich darauf so ein bisschen. So, und das hier ist eine Spirituose. Da bin ich mir echt nicht sicher. Wein trinken, wer macht das? Zwerge? Aber ich glaube, denen ist das nicht so wichtig, ob die sowas hier trinken, oder? Pergamentrolle, verziert mit ausladenden Goldgriffen. Da würde ich auf jemanden, der sowas zu schätzen weiß, tippen. Dann würde ich jetzt sagen, Wynn. Im Turm, haben wir das nicht sogar im Turm der Magie gefunden? Ich weiß es nicht, aber dann würde ich sagen, sowas vielleicht. Wir aus unserer Gruppe am ehesten tatsächlich Wynn. Wir versuchen es einfach mal, oder? Ich habe Angst, ich hätte vorher speichern sollen. Ein großzügiges Geschenk. Plus 10. Ich danke euch vielmals. Guck mal. Weil Morrigan kann damit nichts anfangen. Stan nicht. Alistair glaube ich nicht. Dann vielleicht auch für sie das Buch? Die Girls aus Ferelden. Ich habe Angst. Ein großzügiges Geschenk. Okay. Ich danke euch vielmals. Hätte sein können, dass wir tatsächlich mit jemandem anderen mehr Punkte gekriegt hätten. Die Dämonenstatuette. Ich habe keine Ahnung. Silbermedaillon. Keine Ahnung. Eine Frauenrobe. Ich würde sagen Wynn, Liliana. Ich danke euch sehr. Plus 3. Okay. Und das hier? Buch? Ja? Die Rose von Allee. Wir wissen, glaube ich, zu wenig über die Leute, um sowas einteilen zu können. Das ist echt schwierig. Es ist schwierig. Wenn ich an kleine Statuetten denke, dann sehe ich es. Also bitte nicht lachen. Und es ist auch wiederum nicht böse gemeint. Ich mag Alistair echt sehr, aber ich sehe Alistair mit den kleinen Statuetten da sitzen und damit rumspielen. Sollen wir es wagen? Wollen wir mal versuchen, die Alistair zu schenken? Ist das für mich? Plus 8, immerhin. Wirklich? Klar. Nun, ich bin... sprachlos. Wie süß. Komm, dann kriegt er die Dämonenstatuette eben auch nochmal. Ist das für mich? Oh, plus 7. Guck mal. Wirklich? Nun, ich bin sprachlos. Okay. Süß. Amulett der Kirche würde ich auch grundsätzlich sagen, Liliana. Aber ich habe Angst, was dann kommt, wenn wir Liliana, wenn die uns zugetan ist. Es geht ja auch um eventuelle... Liebschaften. Kann man auch mehrere Charaktere nebeneinander laufen haben? Das weiß ich nicht. Der Ochsenknochen ist Schnuffi. Verschwindet der aus unserem Inventar, dann haben wir gleich ein bisschen mehr Platz. Ja, er liebt. Ja, es verschwindet. Das ist gut. Es ist ein Risiko. Ich versuch's mal mit dem Wein bei Finn. Ist das ein Klischee, dass ein älterer Mensch, der belesen ist, immer ein Glas Wein in der Hand hat? Ich weiß es nicht. Es ist doof, ich weiß. Es ist überhaupt keine entbehrt vielleicht doch jeglicher Logik. Oh, wundervoll. Oh, sie mag's. Plus 8. Können wir ihr dann vielleicht... Sollten wir ihr die goldene Sense schenken? Wie aufmerksam. Ah, das war, glaube ich, falsch. Plus 2 ist nicht besonders... war das mit Belesen und ein Glas Wein? Wollen wir ihr die Rose von Orlais schenken? Oder ist das jetzt vertan, was ich hier tue? Ach komm.
Oh, wundervoll. Plus 6, sie mag's. Ich dachte, sie würde jetzt sagen, das ist Schundliteratur, aber gut. Stöckchen. Ich meine, Wodan hat ja noch so schöne Sachen wie, was war das noch irgendwie, diese Taube und all sowas und irgendwas Ekliges, die vergammelte Zwiebel. Das macht echt gerade jetzt Spaß. Morrigan. Ein schönes Geschenk. Plus 8. Vielen Dank. Sie mag Schmuck. Dann kriegt sie auch noch die Silberkette. Ein schönes Geschenk. Vielen Dank. Plus 7. Okay. Interessant. Oh. Oh, das war nicht so gut. Stahlarmschützer vielleicht eher. Darstellung von Kriegshunden. Das interessiert sie doch bestimmt nicht, oder? Das hier vielleicht? Interessant. Nee, da steht sie nicht so drauf. Interessant. Inspiriert. Gering. Was? Inspiriert Konsti. Ach so, ja, ja, ja. Das sind jetzt... Ah, alles klar. Das sind jetzt hier die Steigerungen. Fähigkeiten erhalten. Vin hat jetzt einen mittleren Bonus auf Willenskraft. Liliana ist damit schon voll. Alistair ist immer... Ist auf mittlerer Bonus auf Konsti. Severin natürlich noch gar nicht. Mir fällt jetzt auch für Severin nichts ein, muss ich sagen. Morrigan noch gar nichts. Stan immerhin. Und das war's. Ich würde echt noch gerne Geschenke kaufen. Okay, Alistair. Dann reden wir jetzt mit Alistair. Hier, seht mal. Wisst ihr, was das ist? Ist das eine Fangfrage? Eure neue Lieblingswaffe? Es ist eine Rose. Gibt ihr uns tatsächlich eine Rose und fragt uns, wisst ihr, was das ist? Eine Blume. Eure neue Lieblingswaffe. Es ist eine Rose. Ich habe sie in Lothering gepflückt. Ich dachte noch, wie kann etwas so Schönes an einem so hässlichen Ort voller Verzweiflung überhaupt existieren? Ich hätte sie vermutlich stehen lassen sollen, aber ich konnte nicht. Die dunkle Brut würde kommen und ihre Verderbtheit hätte sie zerstört. Darum trage ich sie seitdem bei mir. Au. Och Mann. Das ist sogar richtig schön, der Gedanke dabei, weil Lothering ist zerstört. Er hat recht. Das ist ein hübscher Gedanke, auf jeden Fall. Ich dachte, ich sollte sie euch geben. Ich habe viele dieser Gedanken auch dann, wenn ich euch ansehe. Wow. Was soll ich denn damit tun? Ihr vergleicht mich mit dieser zarten Blume? Stacheln euch etwa die Dornen auf? Danke, Alice, das ist ein wunderbarer Gedanke. Freut mich, dass sie euch gefällt. Ich dachte nur, ständig beschwere ich mich, dabei war es ja auch für euch nicht gerade eine leichte Zeit. Seit eurem Beitritt hatte das Dasein als grauer Wächter für euch kaum schöne Seiten. Kein Dank, keine Glückwünsche, immer nur Tod und Kampf und Tragödien. Ich wollte euch damit etwas sagen, dass ihr ein seltenes und wunderbares Kleinod seid inmitten all der Finsternis. Oh, das ist süß. Ach, Gefühlsduselei. Entschuldigung. So, sind wir denn jetzt verheiratet? Ich bin nicht interessiert, Alistair, tut mir leid. Und deshalb gibt ihr mir eine Blume, großartiger Plan. Oh, das ist, nein, das ist süß, ich mag Alistair total. Ich mag Alistair und ich glaube, wenn ich im Moment wählen müsste, würde ich auch Alistair wählen. Was Gefährten? Kann man mehrere Gefährten? Das klingt jetzt doof, aber in Fallout ist das möglich, das weiß ich. Deswegen frage ich jetzt tatsächlich ganz naiv. Kann man in Dragon Age oder kann man in Anführungsstrichen nur mit einem anwandeln? Was okay wäre, ich mag Liliana und bei den anderen weiß ich das gar nicht, ob man das so kann. Morrigan glaube ich auch, aber Morrigan interessiert mich tatsächlich überhaupt nicht. Oh, das ist süß. Ich empfinde dasselbe für euch, Alistair.
Freut mich, dass sie euch gefällt. Könnten wir diese unangenehme und peinliche Phase jetzt bitte abschließen und uns Heißblütigerem zuwenden? Heißblütigerem als das? Auf keinen Fall. Wie bitte, ihr scherzt doch hoffentlich. Ihr habt euch doch ganz tapfer geschlagen. Klingt gut, also dann runter mit der Rüstung. Ah, schön. Oh, Entschuldigung, ich würde das zu gerne... Das würde ich tatsächlich zu gerne sagen. Vor allen anderen. Ach. Jetzt bin ich tatsächlich hin und her gerissen. Ihr habt euch doch ganz tapfer ganz ehrlich, das würde doch auch seinem Humor entsprechen. Oder heißt das jetzt, das würde wirklich schon gleich... Wow. Ist das, wie ernst ist das jetzt gemeint? Ist, wenn er jetzt mal stehen würde, ich bin nicht Fallout geschädigt, aber ich muss sagen, ich kenne mich mit Dragon Age Origins dazu einfach zu wenig aus. Es ist schwierig, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Also in Fallout steht wenigstens doch dabei, ob es ironisch gemeint ist oder also so ein bisschen wenigstens, dass man so weiß, in welche Richtung das geht. Ist das ironisch gemeint? Also wenn es ironisch gemeint ist, gerne. Das wäre ein lustiger Scherz. Klingt gut, also dann runter mit der Rüstung. Nein, das wäre aber zu viel. Das wäre zu viel des Guten. Nein, das wäre es nicht. Auf keinen Fall. Wie bitte, ihr scherzt doch hoffentlich. Ihr habt euch doch ganz tapfer geschlagen. Damit würde ich ihn ja wieder auf den Arm nehmen. Komm, ganz ehrlich. Ich spiele Dragon Age Origins bis zu diesem Punkt, außer dass wir noch ein bisschen in Denerim gewesen sind, tatsächlich das erste Mal. Und mir gefällt diese Antwort einfach zu gut. Also muss ich mit den Konsequenzen leben. Klingt gut, also dann runter mit der Rüstung. Täuschung erkannt. Mist, sie hat mich durchschaut. Feigling. Wieso denn Täuschung? Ihr seid so süß, wenn ihr verlegen seid. Okay, ihr seid so süß, wenn ihr verlegen seid. Ich stehe dann dort drüben, bis die Gesichtsröte nachlässt. Nur zur Sicherheit. Ihr wisst ja, wie das ist. Okay, das war süß. Das war echt niedlich. Okay, er steht jetzt ganz weit drüben. Also ganz hinten in der Ecke, so wie Morrigan. Gut. Mit Zerrin hat, glaube ich, noch nicht viel Sinn zu reden, ne? Und Stan sowieso nicht. Mit denen kann man keine Gespräche führen. Ihr seid nicht ganz so unreif, wie ich dachte. Das ist unerwartet. Unreif? Ihr habt mich für unreif gehalten. Solche Diskussionen kann man mit Stan nicht anfangen, weil er sowieso eine komplett andere Mentalität hat. Und das sollte man ein bisschen berücksichtigen bei der ganzen Sache. Was soll das bedeuten? Danke, würde ich sagen. Gern geschehen. Gut, lasst uns gehen. Wie ihr wünscht. Mehr hat mit ihm keinen Sinn, glaube ich. Oder? Ich glaube nicht. Gesandter Karen steht da jetzt. Sehr gut. Können wir eventuell sogar noch was in die Vorratskisten von den Verbündeten tun? Oh. Werkstoffe. Können wir Werkstoffe für die Dalish abgeben? Die Tiefenpilze benutze ich nicht. Die sind, glaube ich, zum Aufladen der Ausdauer. Ich glaube, ich habe 40 Stück im Gepäck, habe ich gerade gesehen. Ich tue die Tiefenpilze da rein. Wir haben eine relativ gute, ich glaube, eine Gesellenrune, aber wir haben momentan, glaube ich, so gut wie keine Waffe, auf die wir die Runen legen können. Was habe ich denn noch? Todeswurzeln. Ja, Liliana könnte Gift draus machen, aber wir finden ja auch wieder welche. Komm, wir legen die Todeswurzeln da rein. Und dann gehen wir weg. Ihr seid großzügig wie immer, Wächter. Können wir mit ihm noch reden? Ihr seid Zeugen eines außergewöhnlichen Ereignisses, Wächter.
Die Dalish stehen bereit, um Ferelden zu verteidigen. Gut, benötigt ihr noch etwas? Wir haben uns sehr kurzfristig zusammengefunden. Bestimmte Bereiche unserer Ausrüstung könnten besser sein. Am hilfreichsten für uns wären grundlegende Werkstoffe wie Elfenwurzel und Tiefenpilze. Gut, das haben wir ja jetzt schon gemacht. Das können wir ruhig tun. Dann versuche ich jetzt eben nochmal ein kleines Gespräch mit Vyn und dann ist erstmal Schluss für heute. Sagt mir, wie seid ihr eigentlich ein grauer Wächter geworden? Die Kurzfassung, ich habe Duncan getroffen und er mochte mich. Nee, wir sagen, wie es war. Al Hau hat meine Familie getötet. Duncan half mir bei der Flucht. Al Randan Hau? Der Al von Amaranthin? Warum sollte er euch so etwas antun? Wer weiß, er war immer ein Freund von uns Kuslins gewesen. Aus Neid, er wollte Haerwa als Terranier meines Vaters. Ich weiß es nicht, ich bin die Tochter von Bryce Kusland, Taryn von Haerwa. Ihr seid die Letzte der Kuslands? Das wusste ich nicht, Herren. Na, die Letzte? Ich hoffe ja, dass unser Bruder noch lebt. Lasst, ich bin jetzt nur ein grauer Wächter. Ein Kuslin ist jetzt ein Niemand, das stimmt nicht. Ich hielt meine Familie und meinen Namen immer für selbstverständlich. Die Familie vielleicht schon, manchmal, denke ich, nimmt man vieles viel zu selbstverständlich, aber als der Name jetzt... Nur ein grauer Wächter bin ich nicht. Ich habe immer noch im Hinterkopf, was uns angetan wurde. Hau wird dafür bezahlen, was er mir angetan hat. Lasst euch nicht von Rachegelüsten blenden. Randan Hau bekommt irgendwann, was er verdient. Derlei Untaten bleiben niemals ungesühnt. Fasst Mut, ihr habt überlebt, obwohl das nicht zu erwarten war. Wir wissen nicht, was euch und eurem Namen noch bevorsteht. Es ist doch nicht so schlimm, ein grauer Wächter zu sein, oder? Nein, natürlich nicht. Ich würde es aufgeben, wenn ich dann meine Familie wiedersehen könnte. Kann ich schlecht sagen. Dafür haben wir zu wenig Vorgeschichte gehabt. Ich wünschte nur, mein Haus wäre nicht gefallen. Das Haus? Die Familie ist viel wichtiger. Ich werde meine Pflicht erfüllen, aber Haustat wird nicht vergessen. Ich bin's zufrieden. Solange ich meinen Stahl im Kampfe führen kann. Ich hoffe nur, dass ich die Stärke auch wirklich habe, die Duncan in mir gesehen hat. Mich beruhigt es manchmal, wenn ich mir vorstelle, dass sich am Ende alles so entwickelt, wie es sein soll. Dass alles gut wird. Ihr wurdet auserwählt. Ihr habt den Beitritt überlebt, andere nicht. Vielleicht sollte es so kommen. Vielleicht. Sie stimmt zu. Ja. Wie gehen wir weiter vor? Ich denke mir mal, ich werde nochmal mit... Nee, wenn ich jetzt mit Morrigan rede, hat das wenig Sinn, weil sie mich dann nur danach fragt. Ich werde eine Truppe zusammenstellen und ich überlege gerade... Ich sollte theoretisch schon Vyn als Magierin mitnehmen, aber abgesehen davon, Vyn hat auch noch kein... Ja, doch, sie ist uns schon zugetan. Wir werden eine Menge bei Vyn verlieren, wenn ich sie mitnehme. Aber, wobei sie ja eine Magierin des Zirkels ist, ne? Ich werde eine Truppe zusammenstellen, mit der wir dann in der nächsten Folge zu Flemeth gehen werden. Und damit Morrigans Quest erfüllen werden. Ich bin gespannt und habe ein bisschen Angst davor. Heute war es ein bisschen ruhiger, seht mir das nach, denn die letzten Folgen waren ziemlich aufwühlend. Ich sag bis hierhin erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen und alles Liebe wünscht euch Lissi.